ich stehe wenige Sekunden vor meiner allerersten Haarpigmentierung. Einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt. Ich bin auf dem Weg zu meiner allerersten Haarlinienpigmentierung und da nehme ich euch heute mit. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Gray Young, seit 2017 schon hier auf YouTube unterwegs. Meine Mission ist es, Männer mit meinen Videos auf meinem Kanal sicher durch den Beauty-Sektor zu navigieren. Das heißt, ich hatte selber zwei erfolgreiche Haartransplantationen. Dazu gibt es auch einiges an Videomaterial auf meinem Kanal, doch nicht nur dazu. So gibt es auch die sogenannte Shampoo-Schau bei mir auf dem Kanal, wo ich so die gängigsten Shampoos für uns Männer mal ganz genau unter die Lupe genommen habe. Insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, meinen Kanal zu abonnieren, solltest du das nicht schon längst getan haben. Mit der Haarlinienpigmentierung möchte ich die Situation meiner Haarlinie noch weiter optimieren. Neugierig? Das bin ich auch. Insofern unbedingt dranbleiben. Und hier bin ich auch schon bei Modern Hair Loss Solution am Mehringdamm hier in Berlin. Und ich stehe ganz kurz vor meiner allerersten Haarpigmentierung. Hier werde ich gleich Platz nehmen und meine Haarlinie verdichtet bekommen. Und ich bin mega gespannt drauf. Wir haben jetzt gerade schon mal alles besprochen. Die letzten Fragen wurden geklärt und ich werde jetzt auch gleich hier so eine Art Live-Session mitmachen. Das heißt, wenn du dieses Video jetzt hier schaust und möchtest wirklich den kompletten Vorgang als solchen miterleben, dann findest du in meiner Videobeschreibung auch den Link zu diesem Video. Wenn dich das Thema interessiert, es wird zu diesem Thema noch weitere Videos geben. Meine eindringliche Empfehlung wäre es, hier auf jeden Fall meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast zum Thema Haarpigmentierung oder Haarlinienpigmentierung, dann schreib die gerne in die Kommentare zu diesem Video. Ich werde dann auch zeitnah darauf antworten. Und wenn auch du dich vielleicht dafür interessierst, dich hier pigmentieren zu lassen, dann schreib mir am besten per Insta oder auf Insta eine kurze DM und dann let's get in touch. Es kommt einem so ein bisschen so vor, als würde man jetzt eine Zahnoperation haben, ne? Aber so schlimm ist es ja wohl nicht. So, und da liege ich auch schon hier bei George. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ne? Einfach Georg. Hi! Georg! Aber mit E wird man geschrieben. Mit E. Ja, meine ich doch. Und ja, ich stehe wenige Sekunden vor meiner allerersten Haarpigmentierung. Und natürlich kommt gleich als erstes der Mundschutz drauf, ne? Weil wir uns natürlich an alle Richtlinien halten werden. Ich komme mir auch ein bisschen vor wie bei Hannibal Lecter, wo das Gehirn aufgeschnitten wird und er aus dem das Hirn auf isst. Ganz so weit geht's nicht. Sagst du jetzt? Naja, werden wir gleich sehen in der Live-Session. Aber glaubst du denn, dass man nach der ersten Sitzung schon Unterschied sehen wird? Oder ist das eher frisch ja, abgeheilt etwas. Mhm. Vielleicht so 30% vom Endergebnis höchstens, würde ich sagen. Mhm. Was jetzt folgt, sind Ausschnitte aus der Live-Session, die von Modern Hair Loss Solution aufgezeichnet wurden. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich diese in meinem Video auch nutzen darf. Das ist auch der Grund, warum mir in den folgenden Videosequenzen kontinuierlich die Hotline von Modern Hair Loss Solution eingeblendet seht. Wenn ihr euch bei dieser Nummer per WhatsApp oder telefonisch meldet, gelangt ihr somit direkt zu Modern Hair Loss Solution. Es wäre nur mega nice, wenn ihr dann noch angebt, dass ihr durch mein Video darauf gekommen seid. Damit könnt ihr meinen Kanal supporten. Vielen Dank schon mal dafür. Ich wünsche ganz viel Vergnügen bei meiner ersten Session zur dichteren Haarlinie. Wir haben heute Folgendes vor, und zwar eine sogenannte Haarlinienverdichtung. Geht von Geheimratsecke zu Geheimratsecke quasi in so einem Streifen von ca. 2-3 cm Tiefe. Ja, also von den vordersten Punkten ca. 2-3 cm nach hinten das Ganze, damit man halt diesen ersten Blick in die Haare hinein etwas abdunkelt und vor allen Dingen, damit man auch die Transplantate der Haartransplantation etwas maskiert oder besser gesagt kaschiert, weil eine Haartransplantation ist eine super Technik, gerade auch wenn man jetzt nicht viel Hausfall hat, also im Falle von Gray optimal, schöne Haarlinienkorrektur, zwei Haartransplantationen hat es aber bei dir trotzdem gedauert, wa? Ja. Oder zwei, so. Aber es gibt halt einen technischen Nachteil bei einer Haartransplantation, man kann nie so eng die Haare setzen, dass es ausschaut wie natürliches Haar. Und diese Zwischenräume, die halt einfach zu groß sind nach einer Haartransplantation optisch, die fallen gerade im Bereich der Haarlinie
doch auf, wenn man genauer schaut. Ja? Und das machen wir heute mit der Pigmentierung wieder wett. Auch hier brauchen wir mehrere Sitzungen, sicherlich nicht 3 bis 4 Sitzungen wie bei den meisten anderen, wahrscheinlich eher 2 bis 3 Sitzungen. Von der Behandlungsdauer sehr, sehr kurz im Vergleich zu den Oberkopf-Maximalgeschichten oder teilweise auch noch mit den Narben, weil von hier, von der einen Geheimratsecke zu der anderen, brauchen wir vielleicht 15 bis 20, 25 Minuten pro Sitzung, je nachdem wie die Haut mitspielt. So, hier jetzt mal ganz genau geschaut. 2 Haartransplantationen gab es. Okay, wenn man das Ganze mal so ein bisschen freilegt. Ist eine schöne Haartransplantation, beziehungsweise 2 schöne. Die Haarlinie ist schön natürlich, sie ist nicht zu hart und sie ist auch nicht übertrieben zickzack gesetzt, was auch sehr häufig gemacht wird. Sehe ich sehr, sehr häufig, dass entweder es ist super gerade und super hart oder das Ganze ist extrem unnatürlich gebrochen. Also wirklich wie so ein Lattenzaun, so zickzackmäßig. Hast du ja vorhin auch schon angesprochen, Gray. Ja. Bei dir ist es ein schönes Mittelding, also eigentlich so die beste Haarlinie, die man eigentlich von einer Transplantation so sich wünschen kann. Leicht gebrochen, aber trotzdem eigentlich annehmbare Dichte. Und den Rest der Dichte, also gerade alles, was jetzt hier so drin fehlt, das werden wir auffüllen. Das heißt, wir starten jetzt also hier, da wo auch die Transplantate beginnen und arbeiten uns rüber an die andere Geheimratsecke und das Ganze in einer Arbeitstiefe von circa, also von den vordersten Punkten aus gesehen, so circa 2, 2,5, maximal 3 cm nach hinten. Viel mehr braucht man nicht, also sagen wir mal circa in diesem Bereich. Und das Ganze halt eben in einem Streifen von links nach rechts. Ja, genau, die Lichtigkeit auf der Seite sieht dann genauso aus. Und gerade wenn man das hier so spannt, dann sieht man halt eben, hier kommt das halt eben ans Tageslicht, dass es dort halt eben nicht dicht genug ist. Und gerade so dieser vorderste Zentimeter, den gilt es immer noch natürlich, aber halt eben zu verdichten und zu intensivieren. Ja, ja, that's it. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö, ich kriege aber so langsam einen Puls. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, das ist alles total entspannt. Ich fühle mich ja auch in den besten Händen. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht und wir haben ja im Februar, glaube ich, zum ersten Mal telefoniert oder Januar. Ja. Ursprünglich sollte das ja mal vor Corona stattfinden. Ja, das hat leider nicht geklappt. Dafür jetzt mit Mundschutz und deswegen ist auch nicht schlimm, dass ich nicht vorher meinen Bart gestutzt habe, ne? Insofern. Nö, das ist schon... Hat der Mundschutz auch einen Vorteil? Absolut, absolut. Ich habe auch extra keinen Alkohol konsumiert, ich habe keine blutverdünnenden Medikamente genommen die letzten Tage. Das ist sehr gut. Lange geschlafen heute. Ja. Das ist nochmal sehr, sehr schön, weil gerade so das Schlafen und das Ausruhen ist immer toll. So, ich habe es eben schon angekündigt, ich liege jetzt ja hier schon, aber jetzt geht es wirklich ans Eingemachte und der Georg fängt an, meine Haarlinie zu pigmentieren. Bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe ein bisschen Puls, aber ich habe natürlich großes Vertrauen, dass ich hier bei der besten Adresse gelandet bin. Ja? Na, Georg? Ja, das werden wir sehen. Okay. So, ich erwarte das Schlimmste von den Schmerzen. Ne? Schreien wirst du nicht, keine Sorge. Ja, ich bin ja auch live, ne? Das würde ich mich jetzt ja nicht... Auch wenn du nicht live wärst. Wenn wir fertig sind, kann ich dann anfangen zu weinen. Ja. Wir fangen an. Und du bist bereit? Ja. Okay. Sehr schön. Okay, los geht's. Ist okay. Ist nicht so schlimm, oder? Nee, ich möchte nicht jetzt den Tag vor dem Abend loben, aber... Ja, die ersten 10, 20 Punkte sind immer noch sehr okay. Das wird dann ein bisschen mehr, wenn die Haut auch anfängt, so ein bisschen sensibel darauf zu reagieren. Aber im Großen und Ganzen ist das alles wirklich nicht schlimm. Bin ich ja froh, dass ich ja nur so eine kurze Session habe. Und man muss jetzt als frisch Transplantierter, wobei frisch ist ja übertrieben, letztes war ja 2018, muss ich jetzt keine Angst haben, dass durch den Tätowierungsvorgang die Haarfollikel oder bestehende Haare oder so verletzt werden und mir dann ausfallen? Absolut nicht, weil das ist circa 3 bis 5 mal so tief. Also deine eigenen Haarwurzeln sind circa 3 bis 5 mal so tief in deiner Haut drin, wie die Pigmentierung reingeht. So, mal in Zahlen ausgedrückt, deine normalen Haarwurzeln, und zwar gibt es ja zwischen den Transplantaten und deinen natürlichen oder normalen, nicht transplantierten Haaren, von der Haarwurzeltiefe gibt es ja keinen Unterschied. Die müssen ja gleich tief sein. Na?
So, das bedeutet, das sind so circa 3 bis 4 mm in der Haut drin, wo die Haarwurzeln sind. Und mit einem Haar verhält es sich so, dass erst wenn die Haarwurzel beschädigt wird, fällt das Haar aus. Auch nicht sofort, das muss wirklich stark beschädigt werden, aber ein Haar äußerlich zu verletzen, also hier oben, bringt ja nichts, weil sonst könnte man ja auch nicht zum Friseur gehen. Da werden ja die ganze Zeit Haare abgeschnitten. So, das heißt, damit ein Haar wirklich nicht mehr wachsen kann, müsste man die Haarwurzel verletzen. So, die ist aber 3 bis 4 mm tief in deiner Haut drin. Sowohl die normalen Haare als auch die Transplantate. Die Pigmentierung geht höchstens 0,6 bis 1 mm in die Haut hinein. Und das heißt, eine Traumatisierung oder dieses sogenannte Shedding muss man dann auch nicht befürchten? Mit Shedding meinst du jetzt den Schockhaarausfall? Genau. Nein, absolut nicht. Weil das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Die Haut wird überhaupt nicht traumatisiert in dem Sinne, da kommt ein kleiner Piekser. Also die Transplantation selber ist ein großes Trauma für die Haut. Ja? Und da kann es sein, dass drumherum die Haare ausfallen. Bei der Pigmentierung passiert das grundsätzlich gar nicht. Sonst könnte man ja auch wirklich keine Haarverdichtung machen. Und wir machen ja auch Haarverdichtung bei Frauen und auch bei Männern. Das bedeutet, die würden ja dann nach der Pigmentierung einen Teil ihrer Haare verlieren. Und das kommt nicht vor. Das ist ja schon interessant. Das ist nicht schlimm, ne? Wo du angefangen hast, habe ich erst gedacht, das merkt man gar nicht. Dann habe ich es mehr gemerkt. Ja. In dem Areal, wo du jetzt bist, ist schon wieder ein bisschen unempfindlicher. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. So, wir sind jetzt genau bei der Hälfte angelangt und werfen mal einen Blick drauf. Kann man schon mal so ein bisschen Unterschied sehen? Ja, also man sieht auf jeden Fall, sehe ich schon einen Unterschied. Okay. Richtig. Und dieser Unterschied, den du jetzt siehst, der ist natürlich nicht praxisrelevant für in 1-2 Wochen. Das wird viel heller. Aber das gibt dir schon ein gewisses Gefühl von deinem Endergebnis. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, Mensch, ich sehe jetzt was, dann ist es zwar nicht ganz, wie das am Ende ausschauen wird, aber es ist schon ein Gefühl. Das ist schon mal so ein kleiner Blick in die Zukunft, dass du das Ganze bewerten kannst. Weil ich hatte ja erst für mich jetzt mir die Frage gestellt, wenn man lange Haare hat und diese Punkte, die tätowiert werden, ob man dann die langen Haare von den Punkten direkt unterscheiden kann. Aber wenn man jetzt hier so drauf guckt, kann man das ja gar nicht. Also selbst bei kurzen Haaren, kurz gegen kurz oder kurz gegen Punkt, war mir ja klar, dass das funktioniert. Aber auch bei langen Haaren... Das ist nicht möglich, das fällt nicht auf. Man wird immer das Gefühl haben, dass umso besser. Bisher konnte ich es echt gut aushalten. Hier und da hatte ich mal so ein paar Wackler im Gemüt, aber im Großen und Ganzen sehr solide und... Ja, nicht zu vergleichen mit der Tätowierung. Kann man schon mal so ein bisschen Unterschied sehen. Hier schon mal da, hell und hier schon so ein bisschen dunkel. Und da kommen schon so die einzelnen Pünktchen auch wieder hervor. Na, es war jetzt noch alles noch frisch und gerötet, aber hey. Okay, bereit? Ready. Okay. Ich spanne mal ganz kurz hier so ein bisschen die Haare, damit ich so diesen Man-Bun simuliere. Das ist sehr wichtig für diese ersten Punkte ganz vorne. Dass ich da A, nicht aus Versehen rausarbeite nach vorne und B, dass ich wirklich dann sehe, wo sind diese Lücken, die ich gerne auffüllen möchte. Ich glaube, dass viele auch bei einer Haarpigmentierung ja direkt so an den klassischen Glatzkopf denken, der dann komplett pigmentiert wird, aber dass viele das gar nicht so bei einer Verdichtung auf der Schippe haben. Richtig. Und die zweite Sitzung, hat es ja vorhin schon zu mir gesagt, die wird dann so circa so nach 2 Wochen dann stattfinden können. Genau, frühestens nach 2 Wochen. Frühestens. Genau. Das sind immer Mindestabstände, man kann auch länger warten, das ist kein Problem. Aber man sollte mindestens 2 Wochen zwischen den ersten beiden Sitzungen lassen und danach empfehle ich sogar 3 Wochen zu den Folgesitzungen. Und eine Woche dann eher nicht stark schwitzen, kein Solarium, kein Dampfbad. Ist ja eh alles gerade zu wegen Corona, aber... Genau, also die erste Woche ist besonders wichtig für die Nachpflege und für die Heilung und Schließung der Haut und vor allen Dingen auch für das Verhärten der Farbe in deiner Haut. Das heißt, die erste Woche kein Sport, kein starkes Schwitzen, auch kein direktes Sonnenbaden und so weiter und so fort. Nach einer Woche darf man dann beispielsweise auch wieder mehr oder weniger normal schwitzen und auch Sport treiben.
Aber bitte bis zu 3 Wochen keine Sauna, Schwimmbäder und so weiter und so fort. Das ist dann doch eher intensiv. Da macht man bis zu 3 Wochen Pause. Aber wenn ich jetzt meinetwegen, ich gehe momentan schon sehr regelmäßig zum Sport. Und wenn ich jetzt aber jetzt Kraftsport mache, ist das dann so zu bewerten, wie als würde ich stark schwitzen? Also das ist wirklich auch eine Woche? Wirklich eine Woche kein Sport. Ja, habe ich nochmal tolle Ausrede, einfach mal auf dem Sofa zu liegen. Genau, das hat der liebe Georg, der hat das gesagt. Ja, die Region, wo du jetzt dran bist, das ist schon eher so ein bisschen vergleichbar mit einer klassischen Tätowierung am Arm. Mhm. Aber wer schön sein will, muss leiden. Das ist wenigstens ein bisschen, da bleibt leider immer was dran. Bisschen leiden ist das doch nur hier, das ist doch nichts Schlimmes. Und was viele vielleicht auch interessieren wird, die sich dann fragen, kann ich auch eine Pigmentierung im Bad vornehmen lassen? Was ist da deine Meinung? Mache ich gerade. Bei vielen Kunden habe ich jetzt gerade 2 Kunden in Behandlung. Mit dem Bad ist es natürlich schwierig, man muss einen passenden Bad auch finden. Wir haben ja vorhin auch über deinen gesprochen. In deinem Falle beispielsweise ist das eher suboptimal, weil bei Grace ist es so, der hat einen schönen Bart, aber der geht und der ist auch noch auf einer gewissen Länge. Du kannst ja mal ganz kurz die Maske auf der rechten Seite am rechten Ohr mal so ein bisschen lösen und dann mal deinen Bart zeigen. Tada! Da sieht man das, genau. Das heißt, man sieht ja hier beispielsweise, der Bart ist schön, aber er kommt nicht wirklich hoch. So, und er hat aber eine gewisse Länge. Das heißt, jetzt mit der Pigmentierung hier diese Kante zu verändern, das geht natürlich nicht. Beziehungsweise nur, wie Gray auch selber vorhin gesagt hatte, nur wenn man so einen Fade-Cut macht, also so einen auslaufenden Bart von kurz nach lang. Aber das ist sehr pflegeintensiv, das muss man die ganze Zeit immer wieder pflegen und richtig nachschneiden. Von daher, das ist so lala. Aber wie gesagt, Bartpigmentierung geht wunderbar. Funktioniert exakt genauso wie auch die Haarpigmentierung. Nur halt eben im Bart. Das heißt, auch da machen wir klitzekleine Punkte. Und entweder wir machen das bei jemandem, der so gut wie gar kein Bart hat. Das heißt, man realisiert sozusagen einen Stoppel-Look im Gesicht oder man stellt den Bart her, dann hat man im Prinzip volle Freiheit, was man mit der Form macht. Oder aber halt eben auch als Bartverdichtung, wenn die Form mehr oder weniger da ist. Ja, sind wir schon fertig? Ja, wir sind schon fertig. Krass. Ich muss das gleich nochmal ganz kurz reinigen, aber ansonsten sind wir schon fertig. Wir sind ganz leicht gerötet. Deine Haut hat jetzt nicht besonders sensibel reagiert. Also du meintest vorhin ja, ich habe eine eher sensible Haut. Kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Das ist eigentlich tipptopp normal. Also ganz leichte Rötung, wie du hier siehst. Ja. Aber das ist nichts Wildes. So, jetzt werden wir das Ganze mal reinigen. Das wird ein bisschen die Frisur zerstören, aber das ist wichtig. Meine Haarlinienpigmentierung ist jetzt quasi fertig für die erste Session und jetzt gerade wird nochmal das Areal oder die Areale gereinigt. Gereinigt und desinfiziert quasi auch nochmal, oder? Das ist eine antibakterielle Lösung, die halt eben zur Entfernung der Farbe dient. Eine gewisse Desinfektionsreinigung hat das Ganze auch. Aber wir haben es ja auch vorher natürlich desinfiziert. Ja. Das heißt, das war auch so schon sauber. Ist da Kokosnussduft drin? Ja, da sind Essenzen von Papaya und Kokosnuss drin. Das riecht doch sofort. Das riecht geil, wa? Ja. Und in der zweiten Sitzung oder so, dann geht man noch mehr nach vorne, oder was meintest du vorhin? Nicht unbedingt. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar Punkte gesetzt. Hier ganz vorne, wie du mal siehst, hier so in diesem Bereich. Da sind teilweise auch da und da, da sind schon Streupunkte wirklich ganz vorne auch an deinen Härchen gesetzt. Das heißt, damit muss ich ganz vorsichtig sein. Ja. Ich muss erstmal gucken, wie intensiv bleiben die wir hier schon gesetzt haben. Okay. Und dann muss ich sehen, wie viel ich da noch auffüllen möchte und muss. Also sicherlich werden wir auch noch ein bisschen da vorne arbeiten. Aber wenn wir jetzt in jeder Sitzung immer bis ganz nach vorne rangehen würden, dann hättest du wieder eine komplett harte Und Halle. Das wollen wir natürlich nicht. Nee. Das kommt nicht in die Tiefe. Okay. Ja. Da kann ich den Puls jetzt ja wieder nach unten fahren. Ne? Wir haben es jetzt hinter uns gebracht. Overall, jetzt für mein Video nochmal kurz gesagt, war es auf jeden Fall problemlos auszuhalten und hatte jetzt keine Schmerzen. Auf einer Schmerzskala, wenn ich das jetzt bewerten würde von 1 bis 10, würde ich jetzt so 2 bis 3 sagen. Ja. Das heißt, ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause angekommen bin, werde dann vielleicht dort zu Hause auf meiner Couch, wo ich immer dann bin,
nochmal ein kleines Fazit ziehen. Insofern, bis später. Ich habe mir gerade gedacht, was soll ich erst warten, bis ich zu Hause auf der Couch wieder sitze? Beende ich das Video doch so, wie es auch gestartet ist, nämlich quasi von unterwegs. Wenn du dich für eine Haarpigmentierung interessierst und Modern Hair Loss Solution hier in Berlin kontaktierst, dann teil den auf jeden Fall mit, dass du durch mein Video auf sie aufmerksam geworden bist. Damit kannst du meinen Kanal unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall schlauer als vorher. Ich hoffe, dass dir viele deiner Fragen beantwortet wurden zum Thema der Haarlinienpigmentierung. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir diese einfach unten in die Kommentare. Wenn dir das Video wirklich gefallen hat, dann honoriere es mir doch mit einem Daumen hoch. Und damit du die folgenden Videos zum Thema Haarlinienverdichtung oder Pigmentierung nicht verpasst, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest für meinen YouTube-Kanal. Lasst uns unser Leben leben, so wie wir es wollen, denn wir haben nur das eine, euer Gray. I feel so young.